Hi, ich bin Frieda und ich bin Ruderin. Ich nehme euch ab heute mit auf meinem Weg nach Tokio. Und wie ihr seht, bin ich gerade nicht in Deutschland, sondern in Portugal im Trainingslager. Ja, hier sollten wir eigentlich auch im November und Dezember schon sein. Allerdings haben wir die Trainingslager aufgrund der Corona-Pandemie dann ja, abgesagt und stattdessen bei uns zu Hause in Berlin trainiert. Ja, wir sind im Moment 5 Frauen, die sich auf den Doppelvierer bewerben. Das heißt, in den Trainingslagern ist gleichzeitig Selektion. Also das, ja, wir uns quasi um diese Plätze bewerben und gegeneinander ausfahren, wer letztendlich im Vierer sitzen wird. Im Dezember das Trainingslager hat dann auch echt gut geklappt. Also wir hatten relativ gutes Wetter für deutsche Verhältnisse. Es hat nicht einmal geregnet. Es war halt nur ab und zu ein bisschen windig. Das macht bei uns dann schon viel aus, dass es dann ja auch wellig ist. Und bei den Temperaturen im Dezember ist es mit dem Winter natürlich auch noch mal kälter. Ja, ansonsten sah mein Trainingsalltag da so aus, dass ich morgens um 7 beim Training war. Ich durfte zum Glück zu Hause schlafen, da ich halt auch in Berlin wohne. Dann sind wir meistens rudern gegangen, 90 bis 120 Minuten. Dann haben wir eine kurze Pause, danach machen wir dann Stabi-, Balance- oder Koordinationstraining. Das dauert meist so 45 bis 60 Minuten. Dann gibt es Mittagessen. Nach dem Mittagessen ist dann nochmal eine lange Einheit auf dem Plan, also wieder 90 bis 120 Minuten. Und das ist dann je nach Wochentag entweder Krafttraining oder nochmal Rudern oder Radfahren. Genau, viel mehr passiert da im Trainingslager eigentlich auch nicht. Es geht dann 2 Wochen lang so, jeden Tag aufs Neue. Dabei müssen wir uns natürlich auch an Hygieneregeln halten. Also wir haben auch ein paar Vorschriften, die wir am Stützpunkt beachten müssen. Die schränken uns allerdings nicht doll im Training ein, da wir ja doch oft draußen trainieren. Ja, ansonsten herrscht Maskenpflicht. Beim Essen muss jeder seinen eigenen Tisch haben, damit wir den Mindestabstand einhalten. Wir dürfen nur mit einer bestimmten Anzahl Personen in den Kraft- und in den Ergoraum. Also ja, so ein paar Beschränkungen sind da, aber es ist alles noch vertretbar und gut machbar. Genau, mehr von mir hört ihr dann in den nächsten 4 Wochen, würde ich sagen. Da vermutlich auch wieder hier aus Portugal, weil ich dann auch zum zweiten Mal hier sein werde.